Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie eine Aufgabe in der Klasse anlegen. Dazu befinde ich mich in meiner Klasse und auf der linken Seite wähle ich im Bereich Organisieren die Aufgabe aus. Insgesamt habe ich drei Möglichkeiten, alle Aufgaben dieser Klasse anzeigen oder erledigte anzeigen oder ausblenden und neue Aufgaben anlegen. Klicke ich auf diesen Neue Aufgabe anlegen, öffnet das Dialogfeld und ich könnte jetzt hier mit der Aufgabenstellung beginnen. Ich wähle den Titel Aufgabe Physik und habe einen Text vorbereitet oder schreibe ihn ein. Sie sehen bereits, in dem Moment, wo ich in dieses Beschreibungsfeld klicke, öffnet diese Leiste, mit der ich den Text jetzt noch formatieren kann, beziehungsweise mir nochmal anschauen kann. Wenn Sie eine Aufgabe in Verbindung mit einem Aufgabenblatt, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, dann können Sie, und das empfehle ich Ihnen auch, aus der Aufgabe heraus über den Link den Schülern sozusagen die Aufgabe auswählen. Wann soll der Schüler die Aufgabe beginnen? Mit einem Datum? Wann ist sie fällig? Und wir haben festgestellt, in Klassen sind ja auch nicht nur Schüler, sondern auch Lehrkräfte. Das heißt, wenn Sie den Haken jetzt bei allen Mitgliedern eintragen, bekommen auch die Lehrer diese Aufgabe. Ich nehme den Haken raus, da passiert erstmal sofern nichts und gehe auf Aufgabe speichern. Jetzt haben Sie das Dialogfeld zum Zuweisen. Leider ist auch hier eine Auswahl der Schüler und der Lehrer noch nicht möglich. Ich wähle jetzt mal hier einige aus und speichere und schließe. Sie sehen, die Aufgabe ist angekommen. Sie können sie sich nochmal anschauen, also lesen. Und Sie haben über die weiteren Funktionen Möglichkeiten, eine Zuweisung zu erweitern oder die Aufgabe zu löschen. Betrachten wir die Aufgabe jetzt einmal aus Sicht eines Schülers. Der Schüler hat sich eingeloggt, ist in seine Klasse gegangen auf Aufgaben und findet hier die Aufgabe Physik. Er gehört also zu den sechs Personen, die die Aufgabe erhalten haben. Er kann jetzt entweder auf die Aufgabe Physik klicken oder auf die Lesebrille. Beides öffnet dasselbe Fenster. Er kann die Aufgabe lesen, könnte hier den internen Link auswählen und wenn er die Aufgabe gelöst hat, als erledigt markieren. Das gleiche mit erledigt markieren könnte er auch über die erste Spalte tun. Auch hier öffnet dasselbe Dialogfeld und er markiert die Aufgabe als erledigt. Ich habe die Aufgabe mit einer gewissen Zeitrahmen gegeben, also von bis, und ich schaue dann kurz vor Ablauf dieser Frist einmal in die Aufgabe rein. Ich sehe, es hat inzwischen ein Schüler die Aufgabe erfüllt und ich sehe jetzt hier an dieser Stelle nicht, wer das jetzt durchgeführt hat. Wer das durchgeführt hat, finde ich über Aufgabe zuweisen. Hier haben wir in der zweiten Spalte erledigt. Und wenn ich jetzt nach unten scrolle und meinen Schüler finde, dann sehen Sie hier, er hat erledigt an dem Tag und die Uhrzeit. Damit haben Sie eine Übersicht, welcher Schüler zu welchem Zeitpunkt die Aufgabe gelöst hat. Da Sie ein Aufgabenblatt gestellt haben, müssten Sie also jetzt noch das Aufgabenblatt entsprechend kontrollieren und dann eine Auswertung vornehmen.